Hallo, liebe Peru-Freunde, live aus Deutschland und genau aus Bad Homburg. Wer ist heute bei mir? Es ist Jaime Kolan. Wer ist Jaime? Jaime, erstmal herzlich willkommen, schön, dass wir uns heute treffen. Es gibt natürlich eine Geschichte dazu, also Jaime ist peruanischer Kunstmaler. Was ist die Geschichte? Ich habe Jaime kennengelernt über Facebook vor einiger Zeit. Hallo José, Grüße nach Lima. Schön, dass du dabei bist. Kennengelernt. Karl-Heinz, Grüße nach Stuttgart. Schön auch, dass du dabei bist. Ich habe Jaime kennengelernt über Facebook und wir sind ins Gespräch gekommen. Er ist Künstler und ihr wisst alle, mein Hauptbusiness ist ja, genau das Wort Business, und Menschen zu ihrem Ziel zu bringen und zu coachen und zu beraten, und Kunst ist für mich relativ neu, deshalb bin ich froh, Jaime getroffen zu haben. Franz, viele Grüße nach München, schön, dass du auch dabei bist. Ja, und Ellie ist auch dabei, ja, sehr gut. Also wir sind hier zusammen mit Jaime Kolan, ich habe ihn kennengelernt über Facebook, angeschrieben und sagte, hey, weißt du was, er wohnt ja in der Nähe von Stuttgart, ich bin demnächst in Frankfurt, in Bad Homburg, auf der Ausstellung. Ich halte das hier in die Kamera. Das ist die Ausstellung und finde in Bad Homburg statt. Und da ich aktuell noch in Frankfurt bin, Franz Kirchhoff kennt mich, aktuell in Frankfurt bin und am Mittwoch zurück nach Lima fliege, ist natürlich ein guter Anlass, hier vor Ort zu sein. Ja, Jaime, ich habe ein paar Fragen an Jaime vorbereitet, die er bereitwillig haben. Wie er sagte, dann macht er mit und wird die auf Spanisch beantworten. Ob das okay ist, sage ich natürlich. Alle können wir irgendwie auch auf Spanisch. Jetzt erstmal, hallo Jaime, schön, dass wir zusammen sind. Ja, vielen Dank, ¿no? Hast du gekommen. ¿No? Muchas gracias, Franz. ¿No? Para mí, digamos, como artista que estoy viviendo aquí en Alemania, trato a lo menos en una de las partes de las preguntas que me ha hecho Franz, digamos, en qué es lo que más alegría me da, digamos, poder trabajar con mi arte en el público alemán, ¿no? Yo pienso de que el arte es un vínculo para poder hacer una comunicación entre las personas que tienen diferentes culturas, y lo mío es transmitir esa cultura peruana, que es tan rica, ¿no?, en su aspecto histórico, y también en su, no el aspecto de la antigüedad, sino también la actualidad, ¿no? Y pienso que el arte es un medio para poder juntarnos, ¿no?, como personas, a pesar de la diferencia de color, de cultura, de pensamiento y ideas, ¿no? Y pienso que he tenido muy buena aceptación con mi trabajo, ¿no? Bueno, es un aspecto, digamos, primario dentro de la alegría que me ha dado. Tengo una familia aquí formada, tengo dos hijos, ¿no? Un niño chico, bueno, ya un joven de 27 años que ya ha terminado la universidad, y mi hija que está haciendo un trabajo social que tiene 17 años, ¿no? Mi mujer es alemana y, bueno, somos una familia bilingüe, ¿no? Ja, für alle, die vom Spanischen her noch an Anfängen sind, kurz zusammenfassen, also Jaime hat eine deutsche Frau, hat zwei Kinder, der Sohn fertig mit der Uni in den 20ern und die Tochter 16 Jahre alt und ist eine interkulturelle Familie, so wie halt viele auch, die heute zuschauen und die wir uns gegenseitig kennen. Jaime, die klassische Frage am Anfang, was brachte dich nach Deutschland? Oh ja, ich habe gelernt, meine Frau, ¿no?, en Lima. Castellano. He conocido a mi señora en el año 86. Yo trabajaba en una oficina de audiovisuales en la Arzobispado de Lima, en el departamento de pastoral. Entonces yo hacía los dibujos, ¿no? Y ahí he podido conocer en ese ambiente católico, ¿no?, religioso, y con un trabajo pastoral en los barrios populares. Y entonces, bueno, nos conocimos, estuvimos más o menos un mes, y después ya regresó un año después, y bueno, yo después vine aquí a Alemania en el año 89, ¿no? Y bueno, estuve como tres meses
y después regresé a Perú y después ya en el 91 volví a regresar a Alemania y pude formar una familia aquí, ¿no? Y bueno, en ese trayecto de los años 90 pude trabajar mucho con organizaciones de apoyo que tienen aquí en Alemania, que es el centro en Freiburg, ¿no? Es un partnership, ¿no? A la cual está vinculado con las parroquias de Perú, en los Andes, en los barrios populares, ¿no? Y por intermedio de estos grupos he tenido la oportunidad de difundir mi trabajo tratando de que las personas, los alemanes, conozcan un poco la realidad con una persona en concreto, ¿no? Dankeschön. Also Jaime kam, er hat seine Frau kennengelernt in den 80er Jahren in Lima und wie das Leben so spielt durch einen Zufall und dann mal getestet, wie es Deutschland so ist, so 3 Monate und muss gut gewesen sein und dann kam Jaime wieder zurück nach Deutschland und blieb dann hier und hat dann einfach hier weiter sein gearbeitet. Jaime, was machst du? Was sind deine Werke? Was ist dein künstlerischer Ansatz? En el momento yo tengo dos, si se puede hacer, bueno, un trabajo que es como artista, pero también estoy tratando de vincular no solamente el arte, sino también la música, la poesía y lo que respecta a la historia del Perú a través del arte, ¿no? Entonces he participado con varios peruanos en Stuttgart y hemos organizado una asociación de música y danza, ¿no? A la cual ya tenemos ya casi 18 años de existencia y tratamos de difundir justamente la música, la danza, la pintura al público latinoamericano y alemán, ¿no? También estoy trabajando también en mi barrio, que es yo vivo en Korbesheim, ¿no? En Pettonville, ¿no? Y ahí también trato de cada año hacer una presentación para el público que vive en esa zona, ¿no? Y también participo en Múnich, en el grupo Chasky, ¿no? Que también hacen un evento cada año, más o menos la tercera semana de junio, una teatralidad sobre la fiesta del Inti Raymi, la fiesta del sol, Die Sonnefest, ¿no? Dice fiestas en cada año, se presenta y hay mucho público viene en esa época, ¿no? Entonces ellos presentan al Inca, ¿no? En forma teatral, de teatro, ¿no? Y después música y danza, ¿no? Y ahora para el futuro voy a tener una exposición en Berlín también, ¿no? Entonces estoy realmente tratando de hacer contacto con otros grupos peruanos que existen aquí justamente con ese objetivo de poder comunicar nuestro trabajo y nuestra historia y nuestra cultura, ¿no? Also kurz zusammengefasst, Jaime ist aktiv natürlich in der Malerei, aber auch in der Musik und generell in der peruanischen Kultur, die nach Deutschland zu bringen und auch in Deutschland noch präsenter zu machen, so in den Inti Raymi Fest in München, demnächst in Berlin und aktuell heute und hier in Bad Homburg bei Frankfurt. Ja, 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 aquí en Hamburg, el amigo es un peruano adoptado, ¿no? Que ha crecido aquí y él también es un artista y escultor, ¿no? Y bueno, nos conocemos ya varios años, estamos participando en este evento que es un atelier abierto, ¿no? Es un atelier sobre todos los artistas que existen en esta ciudad de Batebuto, ¿no? Y en el atelier de Francisco estamos exponiendo con otros artistas alemanes también, ¿no? Y bueno, es por eso mi presencia aquí en este atelier y en esta ciudad, ¿no? Que es la segunda vez que participo, ¿no? Ja, also das ist schon, Carlos ist auch dabei, hallo Carlos, aus Grüß nach Berlin, José ist auch dabei, hallo. Es ist schon für mich neu, also es ist wie zu Hause beim Künstler, nebenan wird gegessen und Keim hat auch gekocht mit Quinoa vorhin, ne? Ich freue mich schon drauf, das zu testen. Und Blick in den Garten, also ein Einfamilienwohnhaus als Galerie, als Ausstellungsort umgebaut oder Menschen eingeladen. Und, hat etwas Besonderes, etwas sehr Familiäres für mich. Ja. Jaime, wahrscheinlich war der Weg
wo du jetzt heute bist, dein Erfolgsweg nicht immer einfach. Es gab wahrscheinlich Herausforderungen, also Rettos. Was war denn, wenn du zurückblickst, deine größte Herausforderung? Ich sage, Franz bittet, dass wir einmal die Kamera drehen. Die Bilder. Ja, machen wir gerade. Also hier so sieht das aus in der Ausstellung. Verschiedene Künstler. Ja, diese Aquarelle, Skulptura für Francisco. Da hinten ist die Küche. So, und Heim ist jetzt aufgesprungen. Ja. Das ist die Holz. Ne? Das ist dann auch. Also ganz viel, viel zu sehen. Bist du, da kommt gerade eine Frage, Karl-Heinz aus Stuttgart, eine Frage. Bist du Membro der Raimi Stuttgart? Ja, ja, ich bin der Raimi Peru. Okay, sehr gut, ja. Okay, dann lass uns einmal schauen, dann gehen wir zu deinen Bildern ein bisschen hin. Ja. Ja. Zwei Geister. Oder die Thema für Bäume. No? Die Kamera. Okay. Und dann die kleine Thema für die Menschen oder die Tiere oder die Natur. Alles, brauchen wir, digamos, que todos necesitamos, digamos, en la vida para existir. Por eso es importante cuidar la naturaleza. Y eso es un poco el mensaje que tenemos nosotros los artistas, es que nuestro entorno natural hay que tratarlo de conservarlo, ¿no? Claro que necesitamos la materia prima, ¿no? Para poder vivir, sobrevivir, ¿no? Y comer y todo eso, ¿no? Pero creo que tenemos la ventaja de que somos personas que podemos elegir qué es lo más bueno y para todo el mundo, ¿no? Ya, dann lass uns wieder hinsetzen. Also ihr seht, das ist live, auch ganz authentisch aus dem Wohnzimmer der Künstler direkt in die Welt nach Peru. Und so soll es sein. Luis ist auch dabei. Hallo Luis. So, ja, Reto más grande. Jaime. Bueno, mi reto más grande quizás es algo muy, muy personal, ¿no? Es que mis hijos realmente están buscando también su propio destino y de una forma muy equilibrada, ¿no? Creo que ese es uno de los retos de los padres de familia, ¿no? Que a veces uno les satisface, ¿no? Y pienso que ese es un aspecto importante para la vida de cualquier persona, hombre y mujer, ¿no? En cual deja una herencia, ¿no? Y esa herencia es justamente que están preocupados por la actualidad de conflictos y cosas que son desagradables en la vida, pero también hay cosas hermosas. Y esas cosas hermosas son las que debemos recordar siempre, ¿no? Ja. Mhm. Ja. Sehr schön. Gut, zusammenfassend, also die Natur, die Welt für unsere nächsten Generationen aufrechtzuerhalten und zu schützen. Ja. Ja. Deine drei größten Erfolge. Keine. Wenn du nochmal zurückschaust auf deine Jahre als Künstler, jetzt wird es ein bisschen lauter hier, deine drei größten Erfolge. Was waren deine drei größten Erfolge? Ja, quizás uno de los retos es que como artista, digamos, pudiéramos quizás, claro, es un reto imposible a veces, pero un poco difícil, pero uno trata siempre de luchar con ello, ¿no? Es que a veces es un poco difícil existir como artista, ¿no? Creo que es uno de los retos que a veces uno para tener una estabilidad, ¿no? Pero pienso de que lo que sí he podido tener la alegría es que la gente acepta el trabajo, ¿no? Les gusta, lo compran algunos, pero lo interesante es que yo formo un diálogo con mis cuadros, ¿no? Okay. Yo creo que es el reto, ¿no? Okay. ¿Y tu éxito más grande? Bueno, mis éxitos más grandes es un poco difícil como artista, ¿no? A la cual uno tiene que estar siempre sufriendo para poder conseguir dónde exponer, ¿no? Y vender. Also, Ausstellungsorte. ¿No? Pero yo creo que para mí el arte, a pesar de lo difícil que es, me da mucha alegría porque conozco mucha gente, ¿no? Y a la cual podemos conversar y hablar y compartir, ¿no? Ahora estoy con un proyecto para ir a Perú el próximo año, donde voy a organizar talleres en los colegios, ¿no?
y también exposiciones en Cajamarca, en Lima, Chiclayo y en Piura. Entonces, ese es uno de los retos, digamos, que realmente me gusta porque mucha gente se acuerda de mí y me invitan para organizar ese tipo de trabajo. Okay. Also Jaime wird nächstes Jahr in Peru sein, in verschiedenen Schulen und vor Ort, und sagen wir, seine Arbeiten vorzustellen und die Schüler und die Menschen einzuladen, mitzumachen. Und das, was bei mir ankommt, sein größter Erfolg ist, der größte Erfolg sind halt die Aufmerksamkeit seiner Arbeit, dann eingeladen zu werden, dann einfach Menschen einzuladen, mitzumachen und etwas zu geben, immer unter dem Blick Nachhaltigkeit der Natur und des Lebens. Ja, okay. Gut. Ja, wenn jetzt von den Menschen, die das Video schauen, sie die Bilder kaufen möchten, sagen, oh, diese Richtung gefällt mir, möchte ich mehr davon erfahren. Wie ist es am besten, mit dir in Kontakt zu kommen? Wie ist es am besten, dich zu treffen? Oder wie ist es am besten, deine Bilder zu erhalten? Ja, vielleicht, digamos, puedo decir quizás, que fue más o menos cuando empecé a hacer unas exposiciones aquí en Perú, ¿no? Donde la gente ha estado muy interesada por los cuadros y lo han comprado también, ¿no? Yo conozco a un alemán, Paul Gier, que fue el que me hizo contacto con estos grupos, ¿no? Y creo que fue una experiencia muy interesante para mí, ¿no? Es que pienso de que la gente se interesa por los cuadros, ¿no? Claro que ahora, en la época del cambio de la moneda entre marco y euro, los precios también cambiaron. Y es difícil a veces la gente que pueda aceptar, digamos, algunos precios, ¿no? Ja, das hatte ich durch. Pero... Da möchte ich gleich mal ergänzen. Wir haben noch mehr Zuschauer jetzt, sehr schön. Ich habe dich vorhin erleben dürfen, als eine Dame hier war und sich für ein Bild interessiert hat. Du ihr die Fotografie gezeigt hast, sie berührt hat und dann fragte, was das Bild kostet. Glaube ich, es war 40 auf 50 oder 50 auf 60 Zentimeter. Ja, und es waren 400 Euro. Und ich bemerkt habe, dass die Interessentin erstmal geschluckt hat. Das war zu sehen. Sie eine andere Preisvorstellung hatte. Aber das ist natürlich die Herausforderung, den Interessenten einfach dort abzuholen und sagen: Ja, aber es ist mehr als nur ein Bild, es ist ja viel, das bist du, es ist deine Identität, was du mitgibst und deine ganze Energie und deine ganze, auch deine Haltung, deine Weltanschauung, und dann kann sich das wieder relativieren, aber ich teile deinen Blick, das ist eine Herausforderung. Ja, hast du verstanden. Ja, also wie erreicht man Jaime später? Ich schreibe das noch in den Kommentaren, aber schon mal so weit die Karte in die Kamera zu halten, ja, wie immer, sind natürlich spielgebildlich. Hilft nur zum Teil. Also er wohnt in Kornwestheim. Ihr habt die Telefonnummer. Ich sage sie jetzt, wiederhole sie und dann kommt sie nochmal in die Notizen. Telefonnummer von Jaime ist 07141 280626. Jetzt nochmal komplett. 07141 280626. Die E-Mail-Adresse, ist es die aktuelle? Ja. E-Mail-Adresse ist ilari@gmx.de und Ilari schreibt sie wie folgt: I-L-L-A-R-I, Ilari, @gmx.de. Wie erwähnt, kommt nochmal in den Notizen, in den Kommentaren mit dazu. Du hast auch eine Webpage? Ja. Oder Webpage. In Facebook? Oder was? Facebook, ja, also vernetzt euch mit Jaime in Facebook. Ja, und ich habe zum Schluss, das war von der... Die Katalogo, ne, für eine Ausstellung in München. Ja, für eine Ausstellung in München. Ich zeige das mal hier ins Bild, Generalkonsulat der Republik München und Chaski e.V. Und das sind dann ein Einblick von dem Prospekt, von dem Katalog, was Jaime dort ausstellen durfte. Ja, Jaime. Ja, vielen Dank. Noch nie gesehen im Leben. Heute das erste Mal getroffen und noch einmal am Ende. Ich bin zusammen mit Jaime Kolan, peruanischer Kunstmaler, hier in Bad Homburg in der, das heißt, Ausstellung. Das ist zu Hause bei den Künstlern. Dann ist hier noch andere peruanische Künstler mit dabei. Die Ausstellung heißt Kunst, der Geist des Kosmos in Bad Homburg bei
Frankfurt. Vorhin, als ich kam, stand er in der Küche, weil das hat er mir, hast du mir vorab geschrieben. Wenn du komm am Samstag, ja. Ich koche. Ja, ja, ich habe gekocht. Genau. Quinoa, Papaloancaína. Ja, also dann nochmal auch kulinarisch das schön abzurunden. So, wir haben, Raimund, du siehst nochmal, kamen neue Zuschauer dazu, Ronald kam dazu, William Cesar kam dazu, die Anna Luisa kam dazu, Luis Mandado hier. Ja, ja. Viele, die dich kennen, die dich schätzen. Ja, ja. Und die hatte live nochmal etwas Neues von dir erfahren durften. Also nochmal zusammenfassend: Jaime Colan, Daten kommen in den Kommentaren. Schön, dass ihr dabei wart. Live aus Bad Homburg bei Frankfurt. Hier, wir haben bald neugierige Zaungäste. Okay, ja, hallo. Also es ist im Wohnzimmer die Ausstellung eines Künstlers, die Vernissage und bei der Familie Oswald, das war der Tochter nochmal wichtig zu erwähnen. Wer noch wissen möchte, wo die Küche ist, die ist hier hinten. Ja, bei der Lochgang. Ja, genau, da hinten. Freundin. Da ist die Küche. Ja, also ganz authentisch. Da besuchen dann sehr viele Leute. Ja. Und es kommen und gehen viele Gäste. Ich freue mich jetzt auf dein Menü, was du gekocht hast. Okay. Mach es gut. Bis danke, bald. Danke, ja, vielen Dank.